Dann wollen wir mal einen Blastrung anlegen. Also der Blastrung hat hier in der Mitte so ein Knopfloch und mit dem fixieren wir das erstmal an den oberen geraden Knopf. Dann legt man das linke Teil um den Hals und dann gibt es hier so eine Öffnung, da steckt man das Blastrung durch. Legt es hinten um den Hals, eckt man einfach eine ganz normale Schleife, halben Knoten, das obere Teil über die Schulter, dann ist mal aufgeräumt und in der Zwischenzeit holt man das untere Teil durch, zieht den Knoten zu, dann fasst man das so ein bisschen zusammen und jetzt habe ich hier meine Nadel. Da verbindet man mal beide Blastrungteile. Und geht am besten noch einmal ein bisschen durchs Hemd durch, um die Nadel dann wieder rauszuholen. Mit dem Fixieren am Hemd, dann habe ich den Vorteil, dass das Blastrung am Platz bleibt. Es dreht sich dann nicht am Hals links oder rechts. Und dann braucht nur noch die Weste oben drüber. Und dann sind wir eigentlich schon fertig.